Ich kümmere mich darum. Hier, kommt her. Es ist so lange her. Ich habe vergessen, wie ich heiße. Aber ich bin ein Krieger. Ich bin ein Avar. Und ich bin verflucht. Mich kümmert nicht, wie ich genannt werde. Vor unzähligen Jahreszeiten war ich ein Mann, der gefürchtet wurde, ein Mann des Krieges. Die Magier aus Tevinter. Sie kamen hierher auf der Suche nach leichter Beute. Aber sie fanden mich, meinen Bruder, meinen Stamm. Bei der Festung der 1000 Wachten haben wir ihre Armee zerschlagen. Und dann haben wir Jagd auf den Magister gemacht. Möglich. Die Zeit ändert alles. Hier haben wir den Magister gestellt. Hier wollten wir ihn Juvolla opfern, dem Gott dieses Waldes. Nachdem seine Wachen eine nach der anderen gefallen waren, hat er meinen Bruder und mich in flüssigem Feuer gebadet. Sein Körper wurde zerrissen. Aber mein Bruder und ich haben aus steinernen Augen zugesehen. Der Magister aus Tevinter, der meinen Bruder und mich verflucht hat, er führt eine Existenz, die dem Leben spottet. Er weckt ihn aus seiner Asche, hier in der Nähe, beschwört ihn herauf, tötet ihn. Befreit mich! Fremde, nein, kommt hierher. Mein Bruder hat sich an euch gewandt. Hört nicht auf ihn. Der Tod des Magisters wird nichts bewirken. Humor. Ich erinnere mich an Humor. Mein Bruder wird von seiner Wut verzehrt. Sein Zorn ist im Laufe so vieler langer Jahre immer weiter angewachsen. Aber Zorn wird uns nicht befreien. Rache wird uns nicht befreien.
Ich habe diese langen Jahre genutzt, um nachzudenken und zu unseren Göttern zu beten. Es gibt keine Befreiung, aber Frieden und Ruhe würden es uns erlauben, zu schlafen. Ich habe zahlreiche Jahreszeiten hindurch geschlafen und allein der Zorn meines Bruders hat mich zurückgerufen. Zeigt ihm den Weg. Dies muss keine Qual sein. Mit Argumenten oder Engelszungen. Er ist der Sohn des Vaters, ein geborener Krieger. Ich habe im Laufe der vielen Jahreszeiten gesehen, dass durch Gewalt fast nie etwas erreicht wurde. Lehrt ihn dies. Die Tat ist noch nicht vollbracht. Mein Bruder ist schwach geworden. In Wahrheit hat die Schwäche schon immer in ihm gesteckt. Er war ein Denker, ein Träumer, kein Krieger. Diese steinerne Existenz ist unerträglich. Der Magister erhebt sich aus seiner Asche und bringt mein Blut zum Kochen. Er ist noch am Leben. Was ihr verlangt, ist schwierig. Meine Seele verlangt danach, jenen zu zerschmettern, der meinen Bruder und mich verflucht hat. Ich werde es versuchen. Ich werde Zeit brauchen. Ihr habt ihn beruhigt. Wenn dies so bleibt, können wir vielleicht schlafen und in einer freundlicheren Zukunft wieder erwachen. Ich danke euch. Ist das von Bedeutung? Bevor ich schlafe, lasst mich euch noch ein Geheimnis der Erde zuflüstern über unsere geheimen Kräuter. Mögen sie euch hilfreich sein, Fremde. Gute Nacht. Schon gut, schon gut. Aber selbstverständlich. Ihr steht in meiner Erde. Aber nein, natürlich nicht. Ich starre euch nur so finster an, weil ich ein zänkisches altes Weib bin. Ich hatte diese Erde speziell für meine Pflanzen vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch die Samen finden. Und auch das ist nur eine Frage der Zeit.
Die Samen des nördlichen Dorngrases. Es ist äußerst selten, aber enorm widerstandsfähig und soll sogar auf verderbten Boden wachsen. Stellt euch vor, es wäre tatsächlich so. Das könnte der Schlüssel zur Regeneration des Landes nach einer Verderbnis sein. Ihr habt also von mir gehört? Habt ihr etwa eines meiner Bücher gelesen? Wynn? Was will sie denn jetzt? Ich soll doch nicht etwa schon wieder irgendwelche stumpfsinnigen Schüler ausbilden, oder? Sie hat Aldred immer wieder mit seiner Pflicht gegenüber den Schülern genervt, obwohl er einfach nur seine Ruhe haben wollte. Kein Wunder, dass er wahnsinnig geworden ist und versucht hat, alle zu töten. So, so. Ich soll also alles stehen und liegen lassen, um zu tun, was Wynn von mir verlangt? Es ist schon einige Zeit her, seit der Rat das letzte Mal zusammengerufen wurde. Warum jetzt? Nein, ich kann nicht gehen. Noch nicht. Ich werde nicht aufbrechen, bevor ich nicht die Samen des nördlichen Dorngrases gefunden habe. Ich bin schon zu lange hier, um jetzt einfach aufzugeben. Ja, ein weiteres Augenpaar kann wohl kaum schaden. Und solltet ihr tatsächlich Erfolg haben, kann ich bestimmt irgendeine Belohnung für euch auftreiben. Ihr müsst nach den Samen des nördlichen Dorngrases suchen. Die Pflanze hat breite, dunkelgrüne Blätter mit stacheligen Stängeln und wächst vor allem auf felsigem Untergrund. Ihr solltet nun mit der Suche beginnen. Ich muss einige Vorbereitungen treffen, bevor ich die Reise antreten kann. Und, hattet ihr Glück? Habt ihr nördliches Dorngras gefunden?